Hi, heute geht's mal auf eure Clash Quest und zwar mal die Liga. Ja, es ist wieder eine neue Woche. Ich habe noch nicht gespielt, bin jetzt deswegen noch ganz weit unten. Es haben aber schon 19 Leute in meiner Liga gespielt. Die letzte hat 6 Days und 8 Defenses. Die obersten haben. Ja, okay, der oberste hat 13, die anderen 10 und 9. Ja, was haben die so für Truppen? Würde ich mal gerne schauen. Und meine auf Level 6, Beben auf 7, okay. Ja, da geht's mir recht ähnlich. Okay, vielleicht doch keine so gute Liga mal. Ne, die haben hier 9, die haben 10, 8, 8, 5, 8. Okay, also habe ich doch eine sehr gute Liga erwischt, die zwei beste, würde ich sagen. Von denen, die wir bisher gespielt haben. Ja. Genau, dann würde ich sagen, dann nehmen wir uns mal als Ziel hier so die 13 Stages, das wäre schon echt nice. Ansonsten, zweiter Platz wäre auch ganz gut, über 10 Stages und 11 Defenses. Truppen sind nicht so prickelnd. Die Barbaren sind zwar nicht dabei, dafür sind Bogi ist dabei und Goblins. Minions ist auch nicht so das allerbeste. Eigentlich ist gar nichts davon das allerbeste. Ja, außer dass halt Rockets dabei sind. Aber auch nur beim Refill. Ach komm, wir gehen einfach rein jetzt. Ja, Clash Mania Video ist heute übrigens auch noch online gekommen. Ich hab auch schon eins gemacht. Kann ich auch gerne mal abchecken. Da würde ich sagen, fangen wir mit dem Feuerball an. Und der nimmt zwei Rockets mit. Und gehen meine Grenzen hin. Dann würde ich in den Magier switchen. Und zwar so. Das kommt. So, hier nehmen wir uns dann die Prinzen mal mit. Dann würde ich hier Goblins machen, die können da jetzt sogar noch finishen. Das ist natürlich sehr nice. Jetzt frage ich mich, warum bei den zwei Bogies da das Item angezeigt wird, die sind nicht mal connected. Nehmen wir uns irgendwie 10 Magier mit und dann ist es weg, alles klar. Ja, ich mache mir den Feuerball, nehmen wir die Switchbücher mit. Und mehr Prinzen. Und dann können wir Linien spielen, würde ich sagen. Okay, dann würde ich jetzt hier auf die Prinzen gehen. So. Ja, dann sollten die Bogies eigentlich einen guten Job machen. Genau. Die Bogies sind genauso. Minion, dann stirbt nichts. Und dann müssen wir jetzt diese Stage mit den Goblins anfangen können und mit Glück mit Magier finishen. Also jetzt sind wir noch nicht, nehmen wir erstmal hier die Goblins mit. Und dann können wir uns hier anmachen. Ja, stirbt leider keiner von diesen Skeletons. Das sind nur 1000 Leben, also für die Goblins wären das 500. Ne, kommt schon wieder zu mir, ja. Ich weiß nicht, welche von den Skeletten verschwindet. Okay, der Level 6, ja. Spielen wir trotzdem mal einen Magus, ne? Ich hab zwei Rockets, würde ich sagen, definitiv. Ja. Ich bin ja ein Bogi. Okay, jetzt würde ein Minion sterben. Machen wir was aus. Und dann. Wie viel Leben hatten wir noch? 500. Das ist natürlich recht viel noch, den wir die Prinzen. Ja, jetzt sind wir Minion und dann ist das Ganze geschafft. Das glaube ich eine Level 1er Luftabwehr mit drin, wenn mich nicht alles täuscht.
jetzt nur mit und dann können wir mal nachschauen, ja. Ist ja immer so, ist ja immer Level 1er Ding dabei, komischerweise. 1400er Gebäude. Und die Rakete spielen, hier eine. Okay, mit der Kanone haben wir noch Zeit. Das ist kein Problem. Müssten da zwei abtauchen, genau. Da warten wir mal noch ab. Können wir glaube ich hier reinkippen. Sind wir trotzdem hier noch leben. Spielen wir hier mal die zwei Zombies. Genau, der taucht jetzt nämlich nicht ab. Und wir können blockieren. Nehmen wir uns die Minions mit und dann können wir uns überlegen, hier zuerst die Probis zu spielen. Sollte eh der Skelett nicht abtauchen und dann kommt eh nicht so viel aus. Weil da so viele Bremsen sind. Ja, okay, so viel ausgemacht hat er trotzdem nicht. 1400er. Mehr Kritik würde ich sagen. Ja, und dann ist die Bremsen geklärt. Fangen wir mal an mit den Goblins. Machen dann weiter mit. Okay, den Bogen hier. Dann könnte man wahrscheinlich den Mini hier stellen. Um den Vollgarten zu schmischen. So, nehmen wir hier den Minions mit. Hier würde ich auch eigentlich gleich mit dem anfangen direkt. Level 2er Luftabwehr. Der war 1400. Ja, stehen wir so. Switchen wir uns mal den Prinzen hier rüber. Spielen hier eine Rocket. Dann müssen wir den hier spielen. Nochmal Switch-Bücher und Minions. Okay, jetzt könnte es knifflig werden. Weil ohne den Magier schaffen wir das hier tatsächlich nicht mehr. Ich würde sagen, wir switchen uns mal drei Minions aus. Genau, jetzt ist der Magier nachgekommen. Und jetzt können wir hier switchen. Und mit dem Goblin noch zusammen. Das war's für Switch. Genau. Ja, das sind jetzt bei Stage 6. Läuft bisher nicht ganz so gut. 12 Minions. Okay, wenn wir den Bogen jetzt hier ausspielen, dann tauchen drei Skelette auf und einer ab. Ja. Ich denke, das können wir so spielen. So. Wir müssen jetzt beide auftauchen. Hier kommen wir uns los. Wir machen jetzt mal und klären das Ganze mit den Minions. Die auch genau reichen. Zum Glück. Ja. Und hier ändern dann glaube ich auch schon wieder die Reise. Nehmen wir uns die Prinzen mal mit. Und ich sage jetzt schon, dass hier keine Prinzen drin sind. Natürlich nicht. Und damit war es dann auch schon ziemlich. Dann holen wir noch das Beste raus. Ich denke, ich muss auch jetzt gehen. Und dann kommen wir hinterher.
Okay, der hier hat ja noch 1413, ja. Ja, weißt du noch? Dann haben wir halt 8 Stages. Ja, mehr wird es ja auch nicht mehr. Ich glaube, die Magier machen sogar noch am meisten. Ich belege mal die Magier, die mehr machen als die Minions gemacht hätten. 8 Stages, die 6 Defenses. Ich weiß ja nicht, wie gut das so weit ist. Ich glaube nicht, dass das also sein wird. Ich bin nur Platz 16 und unten können noch einige spielen. Also es kann gut passieren, dass ich heute noch einen Token verwende, wenn mich da noch einige einholen. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Ich würde mich freuen und ciao!